Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind noch etwas mit Norbert unterwegs. Und hier gibt es zum Beispiel einen deutschen Kindergarten, etwas außerhalb gelegen. Am heutigen Samstag natürlich geschlossen. Und die Kleinen machen alle einen ziemlich glücklichen Eindruck. Ja Leute, nicht so toll momentan. Hat angefangen zu regnen. Wir sind in der Nähe vom Siam Country Club. Der ist höchstens 50 Meter entfernt. Hier ist eine kleine Modellbahn. Die Eisenbahnwaggons mit Lokomotive davor. Polizeibox. Ich bin jetzt etwas näher an der Lokomotive dran. Und doch das Flugzeug. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe die Kamera nicht im wasserdichten Gehäuse. Aber sieht schon toll aus hier, ne? Auch das ist Pattaya, Leute. Nur wenige Kilometer außerhalb gelegen. Da die Elefantenherde. Was kommt mit dem Schirm an? Wir laufen jetzt beide mit Schirm hier rum. Norbert hatte Angst, dass die Kamera was abbekommt. Und naja, wir hätten auch gerne noch den Park gezeigt. Da hinten ein riesen Park, wo man durchlaufen kann. Aber bei dem Wetter so gut wie unmöglich. Eine Voliere. Und im Hintergrund, die Tierchen sind nicht echt, sondern Keramik oder Ton. Das Gelände hier gehört schon zu dem Park. Oh, guck mal, der Frau hat es abgeschlagen, ja. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. Es hat auch voll das Rad geschlagen, der Frau. Ja, ein bisschen in der Mause. Ja, und hier Flugenten. Oder so was Ähnliches. Hier sind wir. Und das hier ist dieser ganze Park noch. Ne? Also hier seht ihr das komplette Parkgelände. Riesenareal. Ja, seht euch das an. Alles super in Ordnung gehalten. Ja, nochmal einen kurzen Schwenk. Es geht bis hinten, vielleicht seht ihr im Hintergrund, da ist Autofahren. Und bis da hinten rüber geht das. Super, die Bäumchen hier. Bisschen anstrengend jetzt mit dem Schirm noch, mit dem aufgespannten, aber anders geht es nicht. Und ein kleines Highlight, Oldtimer Show. Dazwischen noch schön einen Teich.
und Natur. Die Weh will mal Ongelsteimer werden. So wirklich alt sind die Fahrzeuge natürlich noch nicht, aber seht euch den alten Nissan an von 94. Siamotors. An den kann ich mich auch noch gut erinnern. Spritfresser. Der ist ja niedlich hier, der Datsun. Die Farbe kommt mir bekannt vor. So sieht Kois Häuschen aus. Bei Interesse sucht einfach nach dem Datsun und Nissan Museum. Auch noch was Älteres hier. Alter LKW. Norbert kennt das Ganze schon, der war schon mal hier. Und ein olles Sammeltaxi, gehe ich mal von aus. Meine Güte, was für ein Lenkrad. Damit ihr noch was von der Natur seht. Noch zwei Exponate. Das ist ja der Hammer hier. Nissan Mobile Repair Shop. Betonung liegt auf Shop. Wahrscheinlich voll funktionsfähig. Oh, ah, lass das lieber sein. Wollen wir mal reingucken, aber don't touch. Dann lassen wir das. Das ist dann wohl eher meine Abteilung. Kai, wo sitzt du denn? Vom Babysitz oder was? Oho. Oho. Töpfchen ist auch dabei. Da werden Hochzeitsbilder gemacht. So, wir bekommen noch mal eine kurze Vorstellung von der Größe der Parkanlage. Wenn ihr ein preiswertes Häuschen sucht, das wäre noch zu vermieten, kostet lächerliche 60.000 Watt pro Monat. Inklusive der Katze. Ja, Norbert sagt gerade, Grundstück hat 1600 Quadratmeter. Dahinter befindet sich noch ein Swimmingpool. Und Norbert, sechs Schlafzimmer? Sechs Schlafzimmer. Und sechs Schlafzimmer. Ja, nicht dahinter, drinnen. Ja, nu, eigentlich geschenkt. Und ein Billardzimmer noch. Oh, separates Billardzimmer ist auch noch vorhanden. Also nicht lange überlegen, zuschlagen. Das Maprashan Wasserreservoir.
Darauf finden auch Langbootrennen statt. Das ist noch wesentlich länger, hinten um die Kurve rum zieht sich das entlang. Hotter, hotter auf Abwägen. Keiner, einer weiß, wo das Tierchen herkommt. Wow. Wir sind in einem Gartencafé und fanden das Pferdchen wieder. Super Bewuchs hier. Und das Pferd steht vorm Café. Ja, wann los? Banai. Ja, ich hinter dem Pferd her. Keine Ahnung, wo der Gaul hin will. Aber schau dir die Pflanzen an. Super. Die Luftwurzeln. Die Frau neben reißt aus. Aber ich bin auch mal lieber vorsichtig, bevor das ausschlägt. Keine Ahnung. Kann man an dir vorbei? Super Pflanzen. Und Pferdchen ist auf dem Rückweg. Otter ist hungrig. Nicht anfassen. Hui. Hallo, komm her. Lassen. Oldtimer. Pferdchen fanden einen Freund. Ja. Ja. Hm? Kleiner Fischweiher. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Schlechtes Wetter ausgesucht. Er ist mit Essen unterwegs, Pommes mit, keine Ahnung was. Sieht fast aus wie der etwas abseits gelegene Küchenbereich. Kai wurde von den Kleinen adoptiert und nicht umgekehrt. Wir trinken uns noch einen Kaffee. Sollen wir hier Kaffee trinken oder? Der Innenbereich vom Kaffee. Ja, sollen wir Kaffee trinken oder nehmen wir mit? Jawohl. Weg. Kein Plastik, echte Blumen. Kurzer Blick in die Runde. Die Kleinen, die... Wo ist er? Ja, will jetzt nicht. Sonst fragt doch mal nach mir. Und sieht sich auch alle Videos an. Ja, Leute. Ist mal soweit. Meine Batterie gibt einen Geist auf. Und deswegen kurze Verabschiedung. Ich möchte mich bei Norbert, seiner Frau, bedanken für die Rundreise hier. Und ja, war schön. Besonders das mit dem Gaul hat viel Freude gemacht. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.